Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wieder zu einem Thema aus meiner Sprechstunde, was häufig vorkommt, worüber viele Eltern sich Sorgen machen, und zwar dann, wenn ihr Kind sich die Finger in der Autotüre oder im Kofferraumdeckel einklemmt. Das Kind schreit fürchterlich auf. Es hat auch sehr starke Schmerzen. Und das Wichtigste, was man in einem solchen Fall tun kann, an Elternstelle, ist, so bald wie möglich ein Schmerzmittel geben. Das ist zunächst einmal das Wichtigste. Das braucht nämlich 20 bis 30 Minuten, bis es wirkt. Und das ist das Einzige, womit Sie Ihrem Kind zunächst richtig helfen können. Solche Quetschverletzungen können, wenn sie etwas schlimmer sind, so ausschauen wie auf diesem Bild, dass sogar der Nagel eine Verletzung erfährt. Aber ich kann Sie beruhigen. Deshalb mache ich dieses Video, weil ich das möchte. Ich habe in über 25 Jahren Sprechstundentätigkeit tatsächlich noch keine ernsthafte, bleibende Folge von solchen Autotür-Quetschverletzungen erleben dürfen. Sie mag es geben, aber sie sind so selten, dass Sie keine große, keine unnötige Angst haben müssen, wenn so etwas passiert. Dieser Schmerz ist tatsächlich das wichtigste Symptom und das ist das, was Sie als Eltern tatsächlich auch behandeln können und in meinen Augen auch sollten. Diese Quetschungen führen zu einer Durchblutungsstörung, zu der Folge der Schwellung der Finger. Die Finger haben oft eine Hämatomverfärbung, also einen Bluterguss. Die Kinder haben für einige Tage eine Einschränkung ihrer Beweglichkeit, wobei das erstaunlich schnell geht, dass sie nach 2-3 Tagen ihre Finger schon wieder bewegen, auch wenn sie noch ganz blau ausschauen. Die Heilkraft bei Kindern, speziell was Quetschungen angeht, ist enorm groß. Darauf dürfen Sie vertrauen. Ein Röntgenbild ist dann erforderlich, wenn der Finger offensichtlich schräg steht, wenn es also zu einem Bruch gekommen ist, wo sich der Knochen verschiebt. Das ist aber sehr, sehr selten. In der Regel genügt ein Blick auf die Finger, ob sie gerade stehen. Und wenn die Kinder ein bisschen die Finger nur bewegen können, ist in der Regel eine knöcherne Verletzung, die man speziell behandeln muss, ausgeschlossen. So ist es sinnvoll, diese Hand ruhig zu stellen, sie entsprechend zu verbinden. Es ist nicht ganz so schlecht und verkehrt, wenn Sie zu Ihrem Arzt gehen, wenn so etwas passiert, dass er sich das anschaut und entscheidet, ob vielleicht doch eine weitergehende Untersuchung erforderlich ist. Aber das ist die Botschaft dieses Videos. In der Regel verheilen solche Quetschverletzungen folgenlos. Und sie sind nach erstaunlich kurzer Zeit schon wieder auch in den Köpfen der Kinder vergessen. Morbus Schlatter oder wie man ihn auch nennt, den Morbus Osgood Schlatter. Das ist eine Erkrankung, die im jugendlichen Alter deshalb vorkommt, weil offensichtlich das Wachstum und aber auch die mehr oder weniger sportliche Betätigung praktisch zusammentreffen. Und beides vertragen bestimmte Menschentypen einfach nicht. Schmieraugen. Oder bei laufenden Augen bei Neugeborenen und bei kleinen Babys vorgeht. Das ist nämlich ein Phänomen und auch ein Problem, was recht häufig vorkommt. Der Säuglingsschnupfen. Bei Babys ist alles klein, die Nase auch und die Nasengänge. Das heißt, es braucht nicht viel und die Nase ist zu.